Nun gut, was fliegt denn da oben? Dann versuche ich es mal eben hier, in dem Bereich. Wahrscheinlich wird das dann viel besser sein. Ach komm, warum eigentlich den langen Weg, wenn ich auch einfach hier geradeaus gehen könnte? Das ist viel schneller. Glaube ich. Wahrscheinlich wird es total nicht schneller sein, weil ich da irgendwie an einer Ecke ankomme, wo ich nicht weiterkomme. Aber das sind wir ja gewohnt, dass das so ist. Nun gut. Ja, will ich mich da angreifen? Keine Ahnung. Ist ja auch viel zu langsam dafür. Deswegen einfach mal hier direkt auf den Weg. Und dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Ja, so. Das sieht doch schon viel besser aus. Da haben wir irgendeinen Außenposten, den schalte ich mal eben frei. So, freischalten. Und gleich weiter. Hier haben wir irgendwie Milizsoldat. Was ist denn Milizsoldat schon wieder für ein Begriff? Weiß ich auch nicht. Nun gut. Auf jeden Fall einmal hier durch diese Schlucht durch. Du hast den Ort Nördliche Kluft entdeckt. Auf jeden Fall muss ich hier durch, um zu dem Typ zu kommen. Was ganz toll ist. Aber nun gut. Ja, hier, das sieht alles sehr sicher aus, hier durchzufahren. Vor allem, weil hier die ganze Zeit Leute auf mich lauern. Aber nun gut. Mann, ich nehme schon wieder eine Dreiviertelstunde auf alleine. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange machen wollte. Gut, ich wollte eigentlich, ich hatte eigentlich gar nichts mehr groß überlegt, was ich mache. Hier darf ich natürlich nicht mit dem Gleiter fahren, warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Er mag das einfach nicht, wenn ich hier durch diese Höhle gleite. Und da haben wir schon wieder Wüste. So. Da oben ist es. Dann will ich mal da eben hin. Das heißt, da gehe ich erstmal noch nicht hin. Erstmal gehe ich da drüben hin und das halte das Ganze hier frei. Damit ich in Zukunft auch schneller hier hinkomme, wenn ich mal hier hin muss. So, wir haben das Dünenmeer freigeschaltet. Und dann schalte ich mal eben diese Siedlung da frei. Müsste jetzt genau geradeaus von mir sein, der Freischaltepunkt. Da dieses schöne Ding. Was auch immer das darstellen soll, ich weiß es nicht. So. Außenposten Thorazahn haben wir entdeckt. Mal sehen, wo kann man das denn freischalten? Da. Und dann gleich mal zu dem Typ jetzt hin. Jetzt, wo wir das Ganze freigeschaltet haben, da können wir uns das ja auch erlauben. Umkämpftes Gebiet, PvP. Gut, das ist im Moment nicht so wirklich tragisch, weil im Moment sind immer noch 49 auf dem Planeten und mir wird nur einer angezeigt. Ich habe den Ort Banta-Verwehungen entdeckt. Nun gut, dann will ich mal da drüben zu dem Ding.
Also zu dem, was ist das eigentlich? Zum Jundland. Wo ich mit Tokrek sprechen soll. Ja. Nun gut, dann mache ich das mal. Einmal hier lang. Und dann einmal dahin. Kodex-Eintrag, das Dünenmeer. Und wir haben Jundland nördliche K Luft entdeckt. Ja, wo muss ich denn eigentlich jetzt hin? Wo hat der sich denn versteckt, der Typ? Gibt es doch bestimmt einen schnelleren Weg hin. Ich kann mir jedenfalls nicht denken, dass das hier der beste Weg sein soll. Aber nun gut. Was weiß ich auch. Und jetzt geht es da rein. So. Da ist er ja. Ja. Der Krait-Drachenzahn. Und in einwandfreiem Zustand. Ja. Ich bin tief beeindruckt, wie ihr mit diesen Geonosianern fertig geworden seid, Captain. Ja. Befindet ihr euch in diesem Sith, von dem wir gehört haben? Sie kontrolliert die Geonosianer und sie will Aha. Draco treffen. Ja, das wissen Der wir Sith steckt hinter den Angriffen auf unsere Bande? ja. Woher wisst ihr das? Ja. Dass sie naja. ein bösartiges Wesen ist, war sie erstaunlich zuvorkommend. Typisch Sith. Ja. Vor den Verhandlungen wird erst einmal alles kurz und klein geschossen. Ja. Hoffen wir mal, dass der Jedi aus meinem Club uns die Sith-Braut vom Hals schafft. Ja. Wir gehen zu einer unterirdischen Wasserquelle, die die Eingeborenen den Lichtquell nennen. Ja. Der Boss hat dort jetzt seine persönliche Zuflucht. Nun, da wir den Zahn haben, wird er uns reinlassen. So, jetzt mal wieder Was den gibt's denn Ton schon richtig wieder? machen. Krieg! Der Palast wird angegriffen! Ja. Imperiale Kommandos! Sie legen alles in Schutt und Asche! Das ist Setzen Sie schlecht. an den Sicherheitstüren! Oh! Die Jagd Das war ja sehr überzeugend. den Palast erobert. Da bleibt nur eins. Ja? Rettet die Imperialen und trefft mich am Lichtquell. Ach so. Also Ich soll wirklich. also für euch aufräumen? Ich lasse euch nicht im Stich. Ich möchte hier Nein! nicht sterben. Alles muss man hier Viel selbst Glück. machen. Wir sehen uns am Lichtquell. Ja. Feinde nähern sich. Was? Eins offen? Annehmen. Da. Dann eben mal die Feinde platt machen. Ich muss mal eben gerade hier wieder Boda Schrott verkaufen lassen. Ja. Dann nehme ich das mal eben an. Und warte, bis Boda zurück ist, oder? Warte ich, bis Boda zurück ist? Ich weiß es nicht. Ja, komm, ich warte das einfach mal ab, oder? Ach, komm. Ja. So treffen wir uns wieder. Ja, so treffen wir uns Ich wieder. befürchtet, ihr hättet vielleicht unser Abkommen vergessen. Nö. Daher habe ich ein paar Freunde geschickt, um eure Erinnerung Naja. aufzufrischen. Ich habe gerade ein paar von ihnen umgelegt. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ja. So gute Freunde waren es auch Ach nicht. so, ja, dann mich Ihr habt beruhigt. versprochen, ein Treffen mit Diago für mich zu arrangieren. Ja. Ich will es. Jetzt. Das war's. Und jetzt weg hier. Ja. Ihr wagt es, mich zurückzuweisen. Ja, wag ich. Euer Geist muss verwirrt sein. Nö. In diesem Fall muss ich meinen Soldaten wohl befehlen, euch zu töten. Tja, Mit sowas manchen aber Leuten auch. kann man einfach nicht vernünftig reden. Ja, mit mir besonders. Huch. Feinde nähern sich. Begib dich zu den Toren der Sommerresidenz. So, dann muss ich eben mal die Feinde ausschalten. Das waren 3 von 9.
Dann kommen hier 4 und 5. Hallo, du? Was läuft der eigentlich hier so rum, als hätte er nichts Besseres zu tun, während er angreift? Ja. Alles nehmen. Da nehmen wir auch mal eben alles. Sind noch welche da? Da sind ja noch welche. Hä, was? Oh, hallo. Dann eben mal euch platt machen. So, 7 von 9. Alles nehmen. Und dann eben mal hier drüben auch die beiden noch. So, 8 von 9 und jetzt kommt gleich der 9. von 9. So, alles nehmen. Hä, Moment, da fehlt doch einer. Oh. Hey! Das waren meine! Ich habe die imperialen Kommandos gesehen. Seid ihr verletzt? Nö. Nicht mal die besten Leute des Imperiums könnten mit mir fertig werden. Ja. Eure Prahlerei schützt euch nicht vor Verletzungen. Doch. Ihr könnt froh sein, dass ihr noch lebt. Ach, ich überlebe alles. Unserer letzten Unterhaltung an einem Ort wie diesem zu sehen. Ich dachte, ihr würdet euch nicht mehr mit diesen Kriminellen abgeben. Naja. Ich bin nur ein unbeteiligter Zuschauer. Ja. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Definition von unbeteiligt. Ach. Ich habe Club von diesem Ort erfahren. Ich kam mit der Hoffnung her, Wavaron sehr zu finden, aber es scheint, dass ich sie knapp verpasst habe. Ja, offenbar. Ist nicht zufällig etwas über den momentanen Aufenthaltsort meiner Gegnerin? Naja. Der Verbrecherboss, hinter dem sie her ist, hält sich in einer Höhle in der Wüste auf. Sie heißt der Lichtquell. Ja. Er hat von diesem Ort sicherlich schon erfahren. Ja, bestimmt. Keine Zeit zu verlieren. Bleibt hier. Wenn ich sehr gegenübertrete, also, wird es einen grausamen Kampf geben. Ihr solltet besser nicht in der Nähe sein. Also. Möge die Macht mit uns beiden sein. Was glaubst du eigentlich, mit wem du es hier zu tun hast? Mann, und jetzt hat uns irgendwie einer gefehlt, genau, weil die Olle den platt machen musste. Das geht so nicht. Jetzt muss ich zum Lichtquell gehen. Warum sollte ich auf die hören? Wo auch immer das ist. Der Lichtquell. Ach so, der ist da hinten. Dann heißt es wieder dahin zurück. Nun gut. Einmal hier rüber und dann einmal darüber. Und dann werden wir sehen, wo wir ankommen. Ja, das Dünenmeer. Dann sind wir hier und der Lichtquell ist gleich da hinten. Praktischerweise. So, hier einmal geradeaus. Und dann kommen wir hoffentlich irgendwo an, wo wir irgendwas erreichen können. Ja, nämlich erstmal hier. Und dann ja, dann geht's hier weiter durch die Wüste. Gut, da kann man jetzt nicht viel zu sagen. In der Wüste ist aber auch irgendwie nichts los hier, muss man einfach sagen. Das ist schon ein wenig doof, wenn man hier groß was zeigen möchte, dass dann hier nichts los ist. Nur Sand. Und ich bin zu weit geflogen. Jetzt ist er zu weit gegangen. So, wir sind auf dem Kreltfriedhof. Oh, ja. Das sind etwas größere Krayt-Drachen, also den, den man damals in KOTOR bekämpfen musste, wozu wir gar nicht kamen in dem letzten... Ich weiß gar nicht, ob das im ersten oder im zweiten Teil war, ehrlich gesagt. Ich meine, es war im ersten Teil sogar. Gut, da sind wir sowieso nicht zugekommen bisher. Irgendwann wird es ja vielleicht mal weitergehen mit dem zweiten KOTOR, wenn ich das zum Laufen kriege wieder, aber... Ja.
Das dauert wohl noch, bis ich das hinkriege.